Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute hier aus dem sonnigen München. Ich bin hier gerade unterwegs und möchte diesen mega schönen, warmen, ich bin hier im T-Shirt, hammergeil, mega schönen, warmen Montagmorgen nutzen, um euch eine neue Videorubrik vorzustellen. Und zwar wird es ab nun in Zukunft einige geile Interviews mit ein paar Leuten geben, die vielleicht am Anfang ihres Lebens noch nicht so genau wussten, was sie eigentlich mit ihrem Leben anstellen wollen und mittlerweile megamäßig rocken, ihre Berufung gefunden haben und genau das jeden Tag machen, was sie herzlich gerne machen. Und anfangen möchte ich diese Interviewserie mit einem meiner Idole. Und zwar handelt es sich dabei um Moritz Bauer. Der Typ hat, ich glaube, 6 Studiengänge insgesamt angefangen und nur einen abgeschlossen, also sehr, sehr oft seine Meinung geändert, hat 5 Gründungsprojekte in den Wind geschossen, also auch 5-mal da auf die Nase gefallen, bis er dann schlussendlich so richtig erfolgreich geworden ist mit seinem jetzigen Projekt oder einem seiner jetzigen Projekte, nämlich Selbstbewusstsein stärken. Eine Internetseite, wo er Menschen im deutschsprachigen Raum hilft, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Und ich persönlich finde ihn megamäßig geil, und wenn es nicht er gewesen wäre, der mir mit seiner Hilfe geholfen hätte, mein Selbstbewusstsein zu stärken, dann würde ich jetzt heute hier nicht vor dieser Kamera stehen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, den Typen muss ich kontaktieren, und schlussendlich haben wir schon vor einer ganzen Weile ein Interview geführt, und jetzt gibt es insgesamt 5 Teile, damit ihr das immer so häppchenweise bekommt, zu den verschiedensten Themen, wie er es für sich geschafft hat, sein Ding zu finden und wie er damit dann auch angefangen hat, so richtig zu rocken und wie er die schweren Zeiten dazwischen überstanden hat. Ich hoffe, es gefällt euch. Es war ein mega geiles Interview zu machen, und ich habe schon ein paar andere in der Warteschlange. Also ihr könnt gespannt sein auf die Zukunft. Haut rein, bis bald. Heute sitzen wir hier mit Moritz Bauer, einer meiner großen Superheroes, würde ich fast schon sagen, oder Role Models, wenn es darum geht, sein Ding so richtig durchzuziehen, scheiß drauf zu geben, was andere sagen, und so richtig zu rocken. Und ich will gar nicht lange drum rumlabern. Ich würde am liebsten einfach dich erstmal einladen, ein bisschen mit den Leuten zu teilen, was genau du machst, was dein Ding ist, was du für dich gefunden hast, und ja, also wie du denkst, wo. Nicht wie du denkst, sondern wie du halt die Welt ein Stückchen besser machst und deinem Herzen folgst. Leg mal los. Ja, hey, vielen Dank für die Einladung erstmal, und ich grüße alle, die hier das Video anschauen. Ja, ich bin Moritz Bauer. Ich betreibe heutzutage die Webseite Selbstbewusstsein stärken. Kann man auch mal googeln, dann findet man die gleich. Und das ist das Projekt, das ich jetzt mit Herz mache und wo ich jeden Morgen aufstehe und denke, das ist einfach nur verdammt cool. Aber bis ich da hingekommen bin an diesem Punkt, wo ich dieses Projekt gefunden hatte für mich, vergingen einige Jahre und sehr, sehr viele Fehlschläge. Also ich habe, um es mal kurz in Zahlen zu fassen, 12 Semester studiert, Hochschulsemester, und aber nur 6 Semester akkreditiert. Also ich habe einen Bachelor, aber 12 Semester studiert. Ja, das sind andere, haben da schon ihren Doktor. Das heißt, ich habe 6-mal mein Studium gewechselt. Ja. Ich habe Elektrotechnik studiert, dann habe ich Englisch und Sport und Mathematik auf Lehramt studiert, dann habe ich Informatik und Mathematik auf Bachelor studiert, dann habe ich Informatik auf Bachelor studiert, dann habe ich Mikrosystemtechnik studiert, und dann habe ich wieder abgebrochen, habe wieder Informatik studiert, und danach habe ich nochmal Business studiert und ist auch wieder abgebrochen. Und danach bin ich dann auf eine Tanzschule. Ja, so kurzer Ablauf. Also ich war extrem lang, extrem verwirrt in meinem Leben. Ich hatte null Ahnung, wer ich war, was ich wollte mit meinem Leben und überhaupt, was die ganze Welt so auf sich hat. Ja, also als ich da angefangen habe zu studieren mit 18, 19 rum, hatte ich so das Gefühl, alle anderen um mich herum, die hatten voll den Plan, was sie machen wollten. Ja, die waren da im Studium, die waren da voll drin, die wussten irgendwie genau, wer sie waren, wo sie hin wollten im Leben, und mir war das überhaupt nicht klar. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich hin wollte. Und für mich war das halt so ein, na gut, ich probiere jetzt mal, dann muss ich halt schauen. Und naja, jedes Mal nach einem Semester hat es dann halt irgendwie doch nicht mehr gepasst. Und ich habe es abgebrochen. Ja, und ganz am Schluss war ich dann eben auf dieser Tanzschule. Und
Habe dann aber auch gemerkt, dass Tänzer sein extrem anstrengend ist. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann schon 25. Und das einfach auch zu weit weg von dem ist, was ich wirklich machen will. Also ich konnte mir das nie wirklich im Kopf zurechtlegen, warum es jetzt nicht passt. Ich wusste einfach nur in meinem Bauch, okay, stimmt nicht. Und dazu muss ich sagen, ich bin immer meinem Herzen gefolgt. Also ich habe nie irgendwas gemacht über einen längeren Zeitraum, weil die Gesellschaft das so wollte, weil meine Eltern das so wollte, sondern dieses innere Gefühl, dass da mehr Leben noch da ist, dass da was auf mich wartet, was mich halt wirklich erfüllt, den ganzen Tag erfüllt, mein Leben lang erfüllt. Ja, dieses Gefühl war unterschwellig da, die Intuition war da und der bin ich auch gefolgt. Und das ist mein erster fetter Tipp an alle, die zuhören. Folge deiner Intuition, die belügt dich nicht. Wenn du fühlst, da stimmt was nicht, dann stimmt da was nicht. Und dann schau da ganz genau nach, woran es da hängt. Nach der Tanzschule habe ich dann angefangen, in der Weinbar zu arbeiten, ein halbes Jahr. Dann war ich reisen in Südamerika, war aber völlig depressiv zu dem Zeitpunkt, weil eben nichts funktioniert hat. Ja, 6 Studien abgebrochen, Tanzschule war nicht das Richtige, Weinbar arbeiten war nicht das Richtige. Ich bin jetzt also 27, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, habe nichts auf dem Papier, womit ich was anfangen könnte, bin nur rumgeschaurelt, habe kein Geld auf dem Konto, auch keinen sozialen Zirkel mir aufgebaut, weil ich eher introvertiert bin. Und weil ich auch so stark mit mir selber beschäftigt bin, dass ich auch gar keine Energien hatte für andere Sachen oder andere Leute. Also da sitze ich also in Buenos Aires, verstehe die Sprache nicht, bin da eigentlich hingegangen, um mich selber zu finden, um das zu finden, was ich machen will, stelle aber schon fest, während ich die Stufen vom Flieger runterlaufe, während ich komme an mit dem Flieger in Buenos Aires, ich steige die Treppen runter und stelle fest, schon da wieder Intuition, scheiße, Mann, ist ein Fail, ja. Du bist schon wieder falsch, das ist nicht das Richtige für dich. Und dann bin ich so, ja, wie soll man sagen, ein bisschen zusammengebrochen. Das war aber gleich, also so, auf der einen Seite war es einer der schlimmsten Zeitpunkte in meinem Leben, einer der krassesten Tiefpunkte in meinem Leben, auf der anderen Seite eines oder vielleicht der Punkt, wo sich mein Leben verändert hat. Weil da habe ich mich dann hingesetzt zum ersten Mal in meinem Leben und habe mir die Frage gestellt, was würde ich eigentlich machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würde ich einfach machen, wenn ich alles auf der Welt tun könnte, worauf ich Lust habe? Was wäre das? Und da kam dann nach etwas Sinnsuche heraus, dass ich Punkt 1 zu jedem Zeitpunkt in mich selber investieren will, also persönlich wachsen will. Und Punkt 2, die Sachen, die ich für mich dabei lerne, die will ich mit anderen Leuten teilen. Die 2 Sachen wusste ich. Ich wusste sonst nie was im Leben, ja. Ich wusste immer nur, was ich nicht will, aber die 2 Sachen wusste ich, ich will persönlich wachsen und ich will das, was ich dabei lerne, anderen Leuten weitergeben. Und daraus ist am Schluss Selbstbewusstsein und Stärken entstanden, mein heutiges Projekt, was ich auch jetzt noch mache, 5 Jahre danach oder das 6. Jahr dazu sogar. Und ist auch sehr erfolgreich mittlerweile, ich bin da sehr stolz drauf. Das Projekt hilft auch mir noch jeden Tag weiter und auch vielen anderen Leuten, die Webseite besuchen, hoffe ich mal. Also ein kurzer Abriss zu meinem Werdegang. Also ich kenne eigentlich auch niemanden, der mehr Zickzack hinter sich hat, mehr Fehlschläge hinter sich hat als ich. Ja. Ja, das ist so krass. Ich glaube, deswegen war ich auch so angetan davon, mit dir ins Gespräch zu kommen, weil die Leute, wir alle, wir jungen Erwachsenen in unseren 20ern und 30ern, die dieses Gefühl im Bauch haben, was du beschrieben hast. Du hattest einen starken Drang anscheinend, dem zu folgen. Aber dieses Gefühl, das haben viele von uns. Bei dem einen oder anderen war es vielleicht vergraben unter den gesellschaftlichen Normen und so weiter oder dem Gefühl, was man eigentlich machen tun sollte oder erreichen sollte, was wirklich Erfolg ist, dass wir dann erstmal nicht so, ich finde es total stark, wie du das mit dem Abbrechen so konsequent durchgezogen hast. Da sieht man ja die rote Linie bis jetzt. Und deswegen fand ich das so wertvoll, dass die Leute deine Geschichte hören, weil es halt das beste Beispiel überhaupt ist, von dem man lernen kann, wenn es darum geht, nicht aufzugeben, bis man das gefunden hat, sein Ding. Und ich habe mir hier 1000 Fragen zurechtgelegt, aber was du jetzt gerade gesagt hast, hat mich schon gleich inspiriert, mal quer zu schießen und zu fragen, wie geht denn das, dass du, wenn du so oft dieses Gefühl hattest, boah, das ist es wieder nicht. Denn das ist ja das Gefühl, was wir alle gemeinsam haben. Dieses, ich weiß nicht genau, was ich will, aber ich kann dir ganz genau sagen, was ich nicht will. Und man hat sogar Schwierigkeiten, das zu formulieren. Dass du jetzt sagst, ich möchte wachsen und ich möchte es mit anderen teilen, sind ja konkrete Sachen. Also
wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt hast du auch noch gedacht, fuck, was, okay, und jetzt? Jetzt habe ich sowas nicht Greifbares. Aber auf jeden Fall ist es ja schon mal wesentlich klarer, es ist ja eine Richtung. Und ich frage mich gerade, weil ich sehe so viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite und die zu unseren Treffen kommen und so weiter, dass sie sagen, okay, ja, aber jetzt bin ich auf die Nase gefallen oder jetzt habe ich wieder was rausgefunden, was ich nicht will. Und du sagst genau das Gleiche, aber wie hast du es hingekriegt, dann nicht abzubrechen, nicht aufzugeben bei all der Unsicherheit? Also was hat dich da angetrieben? Mein tiefes, grundlegendes Gefühl im Bauch, dass da einfach ein geniales Leben auf mich wartet, wenn ich diesen Weg verfolge, wenn ich mich nicht zufrieden gebe mit einem halblebigen Leben. Also dieses Gefühl hatte ich schon immer. Ich wusste schon immer, dass man eigentlich das Leben zu dem machen kann, was man sich vorstellt, von dem, was man träumt, wenn man nur lang genug die Scheuklappen aufzieht und eben seinem Herzen folgt. Mhm. Es war auch für mich nie eine Option, ein halbes Leben zu leben. Also ich habe mir damals sogar aufgeschrieben, ich habe den Zettel noch irgendwo, ich habe mir das wirklich im Kopf klar gemacht. Also der erste Fakt ist, ich habe nur ein Leben. Ja, okay, vielleicht kommen wir wieder, wer weiß es, kann sein, ist möglich, aber es steht erstmal fest, erstmal haben wir nur dieses Leben. Und daraus leitet sich für mich ab, dass ich dieses Leben nur zu 100% leben kann. Es macht keinen Sinn, eine Arbeit zu machen, die mich nur 80% erfüllt. Mhm. Es macht keinen Sinn, eine Beziehung zu führen, mit der ich nur 80% drin bin. Es hat keinen Sinn, mich mit Freunden oder Leuten zu umgeben, die mir nicht gut tun. Ja, wenn ich nur ein Leben habe, dann muss ich das maximal aufnehmen. Also, das habe ich mir echt klar gemacht und dieses Gefühl habe ich heute noch im Bauch und das hat mich immer und immer wieder angetrieben. Und wie, aber wir haben ja sehr oft dann, das ist ja so diese eine Stimme im Kopf, die stark ist und wenn wir einen guten Moment haben, finde ich, also ich spreche da jetzt vielleicht auch eher von mir, aber vielleicht kannst du dann sagen, wie du darüber denkst, da gibt es diese Momente, wo ich sage, ich folge meinem Herzen und ich bin auch bereit, auf die Fresse zu fliegen und scheiß drauf. Gib mir immer her mit dem Straucheln, daran wachse ich. Also so dieses Feeling, ich kann das rocken, ich bin der Autor meines eigenen Lebens. Das ist so, erlebe ich immer wieder bei mir und bei anderen, diese eine Phase. Und dann gibt es so diese Phase, wo wir eben nicht unser, das ist ja ein sehr starkes Selbst, ne? Da sind wir voll bei uns und der Fokus der Gedanken ist wahrscheinlich eher auf die Dinge, die wir erreichen können. Und dann gibt es ja wieder die Phasen. Und wahrscheinlich hast du, wenn du sagst, in Südamerika warst du in einer depressiven Phase, das spricht ja stark dafür, dass der Fokus eher auf eine ganz andere Richtung war. Eben das, was fehlt, das, was noch nicht da ist, das, was alles verkackt war und was nicht erreicht ist. Und ich frage mich gerade, okay, jetzt hast du einen strategischen Vorteil, weil du ganz klar weißt, wie dein Leben aussehen soll, nämlich 100%. Aber wie kriegst du es hin trotzdem, oder hast es hinbekommen und wirst wahrscheinlich immer noch hinbekommen, weil ich glaube nicht, dass es irgendwann aufhört, dass du das eine, dass du diese negativen Sachen dann überwinden kannst wieder. Also ich würde sagen, die meiste Zeit während dieser zweifelhaften Phase, bis ich 28 war, war ich die meiste Zeit in der Situation, wo ich in diesen eher negativen Gedanken drin war. Da war dieses Gefühl von, ja, ich weiß 100% überhaupt nicht da. Es war nur ganz, ganz unterschwellig. Mhm. Wenn ich mal durchgeatmet habe oder nach sehr viel Stress und Downphasen, weißt du, wo ich mal kurz entspannen konnte, dann kam dieses Gefühl wieder durch. Mhm. Es gab aber schon auch Phasen, also ich bin ja auch mit meinem Business fünfmal auf die Fresse gefallen. Ich habe jeweils ein halbes Jahr investiert, am Schluss 0 Euro dabei rausgekommen und nur Geld reingesteckt. Und irgendwann fragt man sich auch mal, weißt du, wie oft kann ich noch aufstehen? Also die Frage kam mir echt so, wenn das jetzt nichts wird, ich weiß nicht, ob ich echt nochmal aufstehe. Es war echt too much an dem Zeitpunkt auch. Mhm. Und dann gab es auch Zeitpunkte, wo ich eben normale Jobs angenommen habe oder versucht habe, das anzufangen. Aber nach 2 Wochen habe ich halt gemerkt, nee, ich bin das nicht. Weißt du, dann kam dieses andere Gefühl wieder rein, wo ich gemerkt habe, nee, ich muss mein eigenes Ding machen. Mhm. Und das Gefühl war dann immer am Schluss stärker. Aber ich war die meiste Zeit meines Lebens in diesem eher ja, herunterziehenden Gefühl. Nichts passt, nichts stimmt und so weiter und so fort. Wobei grundlegend eben dieses Grundrauschen da war. Ich weiß, es klappt irgendwann. Ich muss nur dranbleiben. Okay. Und also ich versuche halt, ich weiß, dass
die Leute, die mir jetzt in letzter Zeit begegnet sind, ich will denen so viel wie möglich hier mitgeben. Und ich sehe, der Hauptgrund Nummer eins, warum dann die Leute doch in einem mittelmäßigen Leben ist oder warum sich am Ende da wiederfinden oder warum sie ein Projekt abbrechen, was ja nicht schlecht sein muss, sieht man ja, dein Beispiel, wenn es die richtigen Gründe sind. Aber was können die jetzt sozusagen daraus, weil, also die haben auch diese negativen Gedanken, was können die jetzt, was kannst du denen vielleicht mitgeben oder so, was hat es denn für dich dann am Ende gerissen? Das sind die negativen Gedanken, du sagst, damals waren die negativen Gedanken ein Hauptteil da, ist das jetzt anders oder was hat am Ende den Unterschied gemacht? Heutzutage ist es komplett anders, weil ich voll in meiner Mission drin bin, voll in dem Leben drin bin, was ich mir damals erträumt habe und dadurch natürlich jetzt auch real das bestätigt habe, was ich vorher noch unterschwellig wusste. Heute weiß ich, ja, jeder kann genau das Leben sich erschaffen, das er haben will, wenn er nur lang genug dran bleibt, seine Intuition, seinen Träumen folgt und natürlich an sich arbeitet, bereit ist, Fehler zu machen und wieder aufzustehen. Mhm. Und einfach diese, wie sagt man da, reale Welterfahrung, sage ich jetzt einfach mal, die gibt mir so unglaublich viel Energie und Power, dass es heute, klar habe ich auch mal schlechte Zeiten, klar geht es mir ja nicht gut, klar gehe ich mal abends um 8 ins Bett, weil es halt irgendwie, gerade vor kurzem, vor 2 Wochen, habe ich zu meiner Freundin gesagt, du musst mich in Ruhe lassen, ich muss ins Bett irgendwie abends um 8, jetzt irgendwie Energie weg, kein Bock auf gar nichts, ja klar kommt das vor. Mhm. Aber das Grundrauschen, weißt du, ist ein komplett anderes Level jetzt. Mhm. Also von 365 Tagen stehe ich jetzt halt nicht mehr 365 Tage komplett verwirrt auf, sondern halt nur noch 20, ja. Und das Grundrauschen hat sich jetzt halt einfach ein bisschen verändert. Mhm. Und also dieses seinen eigenen Weg gehen, das ist mit das Krasseste und Herausforderndste, was du jemals machen kannst. Ja, das ist nicht irgendwie, ich mach halt mal, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Ja, das ist, für mich ist das krasser wie jede andere Entscheidung. Das ist krasser wie, welchen Lebenspartner habe ich, das ist krasser wie, will ich Kinder haben oder nicht, das ist krasser, welchen Job mache ich, dieser Lebensweg zu gehen, was will ich eigentlich? Boah, das ist die Grundlage überhaupt. Und es ist sau krass. Also für mich hat sich das angefühlt, wie von einem 200 Meter Brett in den wilden Ozean zu springen, ja, nackt in 0 Grad Wasser rauszuspringen und es weht und windet und stürmt und Gewitter und Blitz und hier hinten ist diese sichere Gesellschaft mit einem sicheren Bock und einem Haus und Familie und Hund und weißt du ja, und da ist das Sprungbrett jetzt raus und da stürmt und du machst die Tür auf und es weht dir schon die Haare durch den Kopf und ja, so hat sich das für mich angefühlt, aber diese tiefe Intuition, mein Herz hat gesagt, du musst springen. Hm. Dann bin ich gesprungen. Okay, also ich glaube, diese tiefe Intuition lockt ja Leute wie mich hier vor der Kamera und genauso die Leute, die jetzt zuschauen, dass die halt vielleicht eine kleine, leise Stimme in sich spüren, die da sagt, da muss mehr sein und ich glaube da dran. Sonst würden sie nicht hier sich das anschauen. Dann ist es nicht das Richtige. Dann würden sie eher gucken, wie kann ich jetzt 1 Million im Schlaf machen oder so. Aber ich versuche halt so viel wie möglich Praktisches rauszuholen für die Leute und die sagen sich jetzt, und ich mir natürlich auch, okay, ja, na, wenn das alles schon rund läuft, das ist ja genau da, wo ich hin will. Natürlich erwarte ich dann, dass ich dann mit besserem Gefühl aufwache, weil warum mache ich sonst, ne? Und mit mehr Klarheit, wenn der Rubel rollt und ich meinen Weg gefunden habe und ich auch so den Menschen um mich rum, die alle vielleicht zweifeln und auch dem Zweifler in mir endlich gezeigt habe, ha, siehst du, ich habe es doch gepackt, dann will man ja garantiert oder dann erhofft man sich ja genau das, ne? Aber was kann man denn tun, wenn man es noch nicht so klar hat? Also was hat dir damals geholfen? Es gibt sehr viele ganz tolle Übungen, die ich im Laufe der Zeit unterbewusst eigentlich gemacht habe. Die kamen zu mir, sage ich mal so, und später habe ich die Bücher nachgelesen. Es gibt sehr viele praktische Sachen. Erstmal zum Beispiel, schreib dir einfach mal auf, was sind deine Werte? Ja, also was ist wichtig für dich? Ist dir eher Sicherheit wichtig? Ist dir eher Unsicherheit nicht, aber Vielfalt und Ausprobieren wichtig? Ja, willst du eher ein Haus auf dem Land oder willst du in die Großstadt und vielleicht nach New York? Wie sieht es aus? Kannst du dir vorstellen, mit vielen Leuten zusammenarbeiten? Willst du lieber alleine arbeiten? In welche Richtung willst du gehen? Bist du eher sportlich cool unterwegs? Willst du in die Richtung was machen? Du musst mit dem Körper irgendwas machen? Oder macht es dir nichts aus, vor dem Computer zu sitzen? Oder es macht dir sehr viel Spaß sogar, und Webseiten zu programmieren? Also finde heraus, was sind deine Werte und was macht dir Spaß? Und da kannst du einfach einen Zettel und einen Stift nehmen und schreibst einfach drüber, was macht mir Spaß, was sind meine Werte, und schreib einfach mal los. Dann kannst du auch zurückschauen, das ist eine gute Sache, auf dein bisheriges Leben. Was hat dir bisher immer Spaß gemacht? Wo hast du jedes Mal, wenn du hingekommen bist, einfach ein Lachen im Gesicht
und es macht dir Spaß und du fühlst dich gut danach. Und dann, was man auch machen kann, ist, man fragt seine Eltern, wenn man einen guten Kontakt zu seinen Eltern hat, sag mal, wie war ich denn als Kind? Was hat mir da schon Spaß gemacht? Was für Fähigkeiten hatte ich da so? Oder wie seht ihr mich generell? Da sollte man dann nicht zu viel Wert oder nicht zu viel Interpretation reinlegen, ja, weil manchmal haben die Eltern auch so ein bisschen eine Agenda, sage ich mal, wo sie dich sehen wollen auch. Aber es ist einfach ein bisschen gut, um von außen eine Meinung zu kriegen. Und dann der wichtigste Tipp überhaupt meiner Ansicht nach ist ausprobieren. Also warum stehe ich heute da, wo ich jetzt bin? Weil ich 6-mal volle Kanne auf die Fresse gefallen bin. Damals dachte, das ist es, das muss ich machen. Rausgefunden, das ist es nicht. Also ich bin halt kein so ein Typ, der irgendwie sich intelligent was zusammenreiben kann. Ich muss jedes Mal ausprobieren. Ich habe auch das Gefühl, ich habe echt jeden Fehler gemacht, den man überhaupt mal machen kann. Also ich dachte immer, so ein Idiot wie mich, das gibt es kein zweites Mal. Ja, so viele Fehler, so oft hinfallen, so oft irgendwas anfangen, wieder abbrechen, das gibt es ja gar nicht. Aber im Endeffekt hat mich das geformt, hat mir das sehr viel Vertrauen in mich selber auch gegeben, weil ich die Fehler natürlich überwunden habe am Schluss. Und das ist auch der Tipp, den ich echt jedem mitgeben kann. Wenn du eine Idee hast, spring hinein, probier es aus, ja. Mach ein Praktikum in der Firma, wenn du Computerprogrammierer werden willst oder wenn du Sportcoach werden willst, dann such dir jemanden, der Sportcoach ist und frag, ob du dem vielleicht ein bisschen assistieren kannst. Rausfinden, mitmachen, 2 Wochen schauen, ist es was, geht es in die Richtung oder muss ich was Neues suchen? Ah, krass. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Das ist mir wichtig, dass wir hier ordentlich, da können sich die Leute gleich danach hinsetzen und wenn er dann nicht den Zettel in der Hand nimmt, dann seid ihr selber schuld. Also ich hab hier ganze Blöcke. Ich habe hier, das habe ich gerade schon drin, ich zeige es mal kurz. Ja. Ich habe das alles hier, ich habe das nämlich vor kurzem bei einer Konferenz gezeigt. Ja, hier Ziele. Das sind beschriebene Seiten, ein Blatt nach dem anderen. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was kann ich gut? Was sagen andere über mich? Und so weiter und so fort. Also ich habe blöckeweise vollgeschrieben und mich mit mir selber befasst. Und ich weiß nicht, ob das nur für mich der richtige Weg war, aber ich denke, dieses Aufschreiben, dieses Gedanken auf Papier bringen, gibt dir eine andere Übersicht über deine innere Gefühlswelt. Und eine sehr gute Übung ist da auch, einfach nur den Stift und das Papier zu nehmen und einfach nur loszuschreiben. Halbe Stunde, du stellst die Eieruhr, halbe Stunde einfach nur schreiben, was dir einfällt oder zu einem gewissen Thema, also wo will ich hin, Frage drüber schreiben, dann einfach schreiben lassen. Und so kommst du manchmal an deine Intuition ran, an die du so sonst gar nicht so bewusst rangekommen bist. Also es ist auch ein sehr guter Tipp, den ich jedem empfehlen kann. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass du das so hervorhebst, diese interne Arbeit, weil was mir oft immer auffällt ist, die Leute wollen ja ins Handeln kommen und die stecken oft fest und sagen, wenn ich nur die Idee hätte oder wenn ich nur endlich klar sehen könnte und nicht all dieser Nebel um mich rum wäre, dann könnte ich wieder durchstarten und ins Tun kommen. Und mein Gefühl ist dann, und meine Erfahrung auch, sagt mir, diese Momente sind genau die, wo wir trotz der Unklarheit ins Tun kommen müssen, weil im Gehen die Klarheit kommt, im Handeln. Und dass diese Arbeit an uns selbst auch ein krasser Schritt nach vorne ist und auch ein krasses Handeln ist, wird dann immer so gerne übersehen. Und ich finde es sehr wertvoll, dass du das da nochmal damit hervorhebst. Ja, also absolut. Diese innere Arbeit, meiner Ansicht nach, ist das die Foundation, ja? Wenn es da nicht passt, dann wirst du immer wieder umfallen. Also wenn du innerlich nicht weißt, wer du bist und was du willst und was deine Werte sind, dann wirst du 100.000 Sachen anfangen, wieder umfallen. Also diese Klarheit kommt natürlich auch mit ausprobieren, aber du musst dich schon stark mit dir selber befassen. Da gibt es auch dieses coole Bild, weil du gerade meintest, viele Leute haben nicht die Idee oder sie wissen nicht genau, können den ganzen Weg nicht sehen. Du wirst nie den ganzen Weg sehen. Ich selber habe nie den ganzen Weg gesehen. Ich sehe heute nie den ganzen Weg. Ich sehe immer nur die nächste Stufe. Ja, du musst dir vorstellen, das Leben ist wie eine Treppe, aber du siehst immer nur eine Stufe, die nächste Stufe, der Rest ist im Nebel. Sobald du aber diese Stufe erklimmst, siehst du die nächste Stufe. Und da musst du einfach dieses Vertrauen aufbauen, eben auch durch Aktion, durch Ausprobieren, durch Hinfallen und wieder aufstehen, dass die nächste Stufe kommt und dass dich deine Intuition und die Treppe eben genau dahin führt, wo du hingehen sollst.
So, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, dieses Video reinzuziehen. Und wenn du jetzt sagst, boah, das war dufte und ich will mehr, dann habe ich drei Möglichkeiten für dich, wie es von hier aus weitergehen kann. Erste Möglichkeit, du tust dir einen riesengroßen Gefallen und mir eine große Freude, indem du endlich den verdammten Kanal abonnierst, damit du die zukünftigen Videos nicht mehr verpasst. Zweite Möglichkeit, dieser Weg, den wir machen, um sinnvolle, erfüllende Arbeit in unser Leben zu holen, der ist schon steinig genug, dem müssen wir nicht auch noch alleine gehen. Deswegen empfehle ich dir wärmstens, klick auf den Button unten und werde Teil unserer One Life Baby Community. Da hängen andere Leute drin rum in der Gruppe, die die gleichen Hürden überwinden müssen wie du, die vielleicht schon weiter sind, die gleichgesinnt sind, wo wir ein richtiges Familienfeeling erzeugen. Und ich hänge in der Gruppe rum und wenn du Hürden hast, schreib's in die Gruppe und ich gebe mir beste Mühe, um dir bestmöglich weiterzuhelfen. Dritte Möglichkeit, wenn die Kacke bei dir gerade so richtig am Dampfen ist und du gerade gar nicht mehr weißt, in welche Richtung es weitergehen soll oder wie du die anstehenden Hürden überwinden könntest, dann buche eine kostenlose Coaching-Session mit mir und wir werden sehen, wie wir dich bestmöglich deinem Ziel ein Stück näher bringen können. Das war's von mir. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hau rein, bis bald. Peace.